Hallo, willkommen bei deiner Bastelshow der Krähler. Ich bin Tanja und ja, ich möchte mit dir heute wieder 10 Grußkarten basteln, und zwar winterliche Karten bzw. Weihnachtskarten. Und wir haben heute diesen Block, mit dem ich wieder basteln möchte. Ja, wir haben hier verschiedene Bastelmaterialien, die ich vorbereitet habe. Und ja, Fotokarton, Glitzerkarton, Stanzer und Prägeschablonen. Und das sind so ein paar Dinge, die wir dafür brauchen. Das, was ihr nicht da habt, könnt ihr natürlich mit anderen Sachen ersetzen. Das Erste, was ich mache, ich bereite wieder meine Karten vor. Und zwar, ja, ich möchte wieder dieses längliche Format haben. Es ist wieder ein A6-Format, aber wie ihr seht, die Karten werden seitlich nachher aufgeklappt. Und ja, ich möchte 10 Karten haben. Ich mische das jetzt ein bisschen so weiß und lila, und das sind halt quasi meine Karten. Als nächstes nehme ich mir jetzt aus dem Block ein bisschen von dem Papier und das schneide ich mir wieder zurecht. Das kennst du ja schon von mir. Das ist jetzt das Format 10x14 und das werden quasi jetzt meine Hintergründe für die Karten. Ich mache wieder jede Karte ein bisschen anders. Als nächstes nehme ich meine Präge- und Stanzmaschine. Wenn du denn das nicht hast, kannst du diesen Schritt natürlich auslassen. Ich präge jetzt meine Hintergründe, damit die halt diese interessante Struktur bekommen. Als nächstes nehme ich jetzt meinen Stanzer mit dem Stern und da loche ich jetzt auch passend zum gleichen Papier ein paar Sterne aus. Wenn du nicht den großen Stanzer hast, dann kannst du auch kleine Sterne nehmen. Nachdem ich jetzt die Sterne ausgestanzt habe, nehme ich als nächstes erstmal so ein Stempelset. Ja, das habe ich auch schon mal bei einem anderen Video benutzt und das benutze ich eigentlich im Moment ganz gerne. Das sind kleine, viele kleine, ja, Motive, die eigentlich ganz süß sind, Standardmotive, aber auch besondere Motive sind dabei. Als nächstes präge ich mit verschiedenen Prägefolder, wie du siehst. Ich habe jetzt 3 verschiedene genommen. So sind dann halt die Sterne auch ein bisschen abwechselnd. Als nächstes nehme ich jetzt ein Saturnband in Beige und da klebe ich jetzt ein kleines bisschen von dem Band auf. Diese Technik benutze ich öfters, wie du vielleicht schon mal gesehen hast, weil gerade so mit so Bändern kann man noch so kleine Highlights machen und manchmal hat man auch noch Bänder in seine Restekiste von irgendeinem Geburtstagsgeschenk oder so. Die Bänder, die kann man natürlich auch nehmen. Hier nehme ich jetzt noch mal ein bisschen Flüssigkleber zusätzlich zu dem normalen Kleberoller. Einfach weil das ein geprägtes Papier ist und ich eigentlich sicher, ja, ich will einfach sicher sein, dass es auch alles hält. Und ja, hier nehme ich jetzt die ersten Sterne, überlege, wie ich die aufklebe. Und entscheide mich dann für meine Klebekissen, also diese Schaumklebekissen, die halt diesen Effekt bekommen, dass als ob was absteht. Das sind jetzt 1 mm. Es gibt die auch in 2 und in 3 mm, aber meine bevorzugte Größe ist die 1 mm, weil man dann doch schon relativ flexibel ist. Und wenn ich es dicker haben möchte, dann setze ich halt 2 aufeinander. Dann hat man auch 2 oder 3 mm dadurch. Ja, hier nehme ich jetzt als nächstes Frohe Weihnachten als Sticker. Und den klebe ich jetzt auf meinen Fotokarton. Und das schneide ich mir zurecht. Und so einfach hat man eigentlich schon dann so ein, ja, so ein kleines Etikett fertig, was man dann aufkleben kann. Wenn du so einen Sticker nicht hast, kannst du natürlich auch mit der Hand schreiben. Viele haben ja auch eine schöne Handschrift. Ja, hier, das wird jetzt mein Einlegeblatt quasi. Das ist auch 10x14 cm und das habe ich jetzt einmal rundherum gelocht mit diesen Eckenlocher und das klebe ich jetzt als Einlageblatt in meine Karte rein. Als nächstes stempel ich einmal ein bisschen. Und für die nächste Karte bereite ich jetzt auch schon diese Auflage vor. Da habe ich jetzt mit diesen Eckenstanzer einmal die Ecken schön abgearbeitet.
Und jetzt, ja, habe ich das natürlich aufgeklebt und als nächstes klebe ich jetzt da wieder mit 1 mm Pads ein paar Sterne auf. Diese Sterne, die könnt ihr natürlich auch sehr schön für Geschenkanhänger nehmen oder für Lesezeichen. Jetzt habe ich mir Frohes Fest aufgestempelt mit schwarzer Stempelfarbe und ja, hier habe ich jetzt meine Konturenschere oder Zackenschere. Gibt es ja verschiedene Bezeichnungen dafür und da schneide ich das jetzt einmal um. Und das klebe ich jetzt auch auf meine Karte drauf. Hier klebe ich auch nach innen wieder ein Blatt ein. Und auch da gestalte ich dann von innen mit Stempel wieder. Ja, und schon habe ich eine Karte fertig. Und schon geht es zur nächsten weiter. Auch da habe ich jetzt wieder eine von diesen geprägten Hintergründen genommen. Und das klebe ich einmal auf meine weiße Doppelkarte. Jetzt suche ich mir die passenden Sterne aus und die werde ich dann auch wieder aufkleben. Jetzt nehme ich Frohe Weihnachten, klebe das wieder auf Fotokarton und auch das wird jetzt wieder mit einer Konturenschere einmal ausgeschnitten und dann mit Klebepads aufgeklebt. Jetzt habe ich hier noch einige Konturensticker. Und hier stempel ich und ja, klebe auch wieder einen Stern auf. Und schon habe ich wieder eine Karte fertig. Bei der nächsten Karte dann nehme ich wieder Saturnband in Beige und auch das klebe ich wieder rum. Da habe ich diesmal zwei Bänder genommen, beziehungsweise zwei also Stücke. Und das klebe ich jetzt auch wieder auf eine Doppelkarte. Das aber diesmal auf eine lila Doppelkarte. Wie du siehst, wechsle ich das immer so ein bisschen ab. Auch hier klebe ich wieder Sterne auf. Und natürlich Frohe Weihnachten darf auch hier nicht fehlen. Dann nehme ich das diesmal von den Konturenstickern. Auf jeden Fall kann man das zum Beispiel auch für eine Geburtstagskarte machen, alles was mit Sternen zu tun hat. Ja, bei dieser Karte entscheide ich mich jetzt, dass ich dann nach innen auch nochmal so einen Stern klebe. Wie du siehst, also ich mache das Innere von so einer Karte immer ganz unterschiedlich. Manchmal mache ich gar nichts, dann mache ich nur ein Einlageblatt, dass man halt wechseln kann, wenn man Karten verschenkt, dass man die wieder verschenken kann. Oder ich mache das so, dass das halt quasi einmal Karten sind. Und die halt ja von innen so gestaltet sind, dass man sie halt direkt beschriften kann. Ja, als nächstes schneide ich mir erstmal einen silberfarbenen Hintergrund zurecht. Das ist jetzt Fotokarton. Den schneide ich mir auf 10 x 14 cm. Als kleiner Tipp, wenn du keinen silberfarbenen Karton bereit hast, dann kannst du auch ja, so eine alte Milch-Tetrapack ja, Karton nehmen und den
dir aufmachen, auswaschen und dann hast du auch silberfarbenen Karton. Alternativ, das kann man auch machen. Ist halt eine günstige Recycling-Idee. Oder man nimmt halt hier diesen fertigen aus dem Bastelladen. Habe ich auch schon mal hier und da in einem Video gezeigt. Ja, jetzt stempel ich einmal frohes Fest und natürlich ein paar Tannenbäume und ein paar Eiskristalle auf. Und das klebe ich jetzt einmal auf. Wie du siehst, ganz einfach gestaltet, mit wenig Material eigentlich. Und ich finde aber, hat viel Effekt, gerade durch diesen silbernen, edlen Rahmen. Und innen gestalte ich das Ganze natürlich auch wieder. Wenn ihr nicht genug Stempelmotive habt, könnt ihr das natürlich auch hinmalen. Ein Tannenbaum lässt sich ja auch hinmalen oder auch so ein Geschenk kann man vielleicht auch malen. Ja, das mache ich eigentlich auch ab und zu ganz gerne. Das lockert irgendwie so die Karte von innen oder von außen auf, dass man halt so quasi mit einem Feinliner oder mit einem dünnen Stift so Linien hinmacht. Ich mache die extra bewusst nicht gerade, sondern so ein bisschen krackelig und das hat aber, finde ich, immer so ein bisschen Charme. Jetzt mache ich die zweite Karte, dann nehme ich auch wieder silbernen Fotokarton in 10x14 und da, ja, wie du siehst, binde ich da wieder mit diesem Saturnband einmal, zweimal drum und ja, diesmal halt nicht waagerecht, sondern so schräg und ja, ich finde, das sieht auch ganz interessant aus, hat mal einen ganz anderen Effekt. Und da werde ich natürlich auch wieder meine Sterne aufkleben. Die begleiten uns ja heute in diesem Video sehr viel, wie du siehst, weil ich halt nicht ganz so viele verschiedene Motive nehmen wollte, sondern ich wollte halt zeigen, was man mit ja, wenig Motiven viele Kombinationsmöglichkeiten hat. Ja, hier nehme ich immer noch so ein bisschen Flüssigkleber dazu, weil ich dem Ganzen nicht ganz so traue, wenn es gerade auf silbernen Fotokarton ist. Da klebt nicht alles so schnell und so fest. Deswegen mache ich das noch zusätzlich. Hier habe ich jetzt auch wieder Konturensticker. Frohe Weihnachten. Und da wieder meine Zackenschere. So eine Zackenschere oder Konturenschere gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen Zackungen. Und auch das klebe ich jetzt mit ein bisschen Kleber auf. Und natürlich von innen gestalte ich die Karte auch noch ein bisschen. Ja, so gefällt mir die Karte. Und direkt auf zur nächsten Karte. Wir schaffen ja heute wieder einiges an Karten zu basteln. Erst mache ich wieder die Hintergrundgestaltung. Da nehme ich diesmal diese Papierstreifen, das waren Reste. Und ja, jetzt stanze ich mir einmal ja, diese Elche aus. Dreimal. Jetzt schaue ich erstmal, wie ich die hier anordne. Und ich entscheide mich dann alle ja, rechts hin zu setzen. Das kann man natürlich auch verschieden machen. Man kann die so alleine hinsetzen, man kann da Tannenbäume zwischensetzen. Auch da gibt es natürlich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Ganz wichtig, wenn du hier was nachbastelst bei mir, versuch immer so ein bisschen auch dein eigenes Ding zu machen und irgendwie was abzuändern. Immer so Kleinigkeiten. Ja, jetzt habe ich wieder meinen Stempel Frohes Fest. Den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Und jetzt, ja, jetzt nehme ich mir so einen Bandrest. Und das kennen viele vielleicht so von Urkunden oder so, wenn da unten halt diese Bänder runterhängen. Und ja, das schneide ich mir jetzt zurecht. Und dann klebe ich das auf.
Und hier kommen noch so ein paar, ja, Strasssteinchen. Es sind ja Strasssternchen eigentlich. Und ja, die gefallen mir eigentlich ganz gut da drauf. Und so sieht die Karte eigentlich auch sehr edel aus, finde ich. Ja, und nach innen, da mache ich das jetzt auch, dass ich einmal noch mal so ein Elch kommen lasse quasi. Aber da siehst du, ich stanze den einmal aus dem Papier aus. Und ja, der Elch ist dann quasi deswegen ja in weiß. Und auch hier mache ich wieder dieses Gekrickel. Und die Elche bekommen auch noch mal so einen Weg hingezeichnet. Und so gefällt mir die Karte schon. Bis auf, na, da oben links ist noch ein bisschen nackig. Da kommt jetzt auch noch mal was hin. Und jetzt geht's direkt zur nächsten Karte weiter. Hier schneide ich mir jetzt, ja, Fotokarton in Lila zurecht auf 10 mal 14 cm. Und jetzt schneide ich mir auch noch mal dieses Designpapier zurecht, dass ich das darauf kleben kann. Wie du siehst, die Formate sind immer etwas unterschiedlich. Ich probiere auch gerne mal immer was aus. Dann natürlich möchte ich auch nicht so viel Papierreste übrig haben. Deswegen variiert es dann halt bei so einer 10er-Kartenserie immer etwas. Da habe ich jetzt auch nichts vorgebastelt, sondern ja, da bastel ich jetzt eine Karte nach der anderen weg. Habe mir vorher überlegt, was ich für Material nehmen möchte und was mein Fokus sein wird. Und dementsprechend wird dann einfach eine Karte nach der anderen gebastelt. Ja, jetzt nehme ich mal den Glitzerkarton und stanze mir ein paar Sterne aus. Den habe ich ja auch ganz gerne. Und hier stempel ich nochmal frohes Fest auf. Und dann kommen noch ein paar Flügel dahin. Und hier nehme ich jetzt noch einen kleineren Sternstanzer. Wie du siehst, ja, ich habe vier verschiedene Sternstanzer eigentlich. Und den ganz kleinen habe ich jetzt heute, glaube ich, gar nicht benutzt. Das mache ich immer unterschiedlich. Aber gerade Sternstanzer, sage ich mal, lohnt sich sowieso immer, welche da zu haben. Auch für Streu, wenn man Konfetti für den Tisch machen möchte. Da sind auch diese Sternstanzer immer sehr schön, wenn man das in verschiedene Farben machen möchte, passend zur Tischdekoration. Und ja, ein Stern ist ja jedes Jahr zu Weihnachten immer Standard quasi. Es ist auch nichts, was irgendwie out ist oder so, weil gehört ja zu Weihnachten. Aber wie ich ja schon gesagt habe, man kann Sterne auch für Geburtstagskarten oder so nehmen. Oder für besondere Ereignisse, besondere Anlässe. Das ist jetzt hier ein anderer Sternstanzer, den ich da benutzt habe. Das ist ein Kursiver. Den benutze ich jetzt nicht ganz so oft, aber mittlerweile auch schon, ja, das ein oder andere Mal. Den habe ich auch in verschiedenen Größen. Ja, hier habe ich jetzt viel mit Sticker gearbeitet. Also man kann wirklich, wie du siehst, man kann mit den Materialien ausprobieren, experimentieren. Hier habe ich jetzt wieder diese Papierstreifen, die übrig geblieben sind. Und die wollte ich direkt wegbasteln. Und ja, die kann man natürlich auch sehr schön aufkleben. Hier kommen jetzt die Sterne drauf. Die klebe ich jetzt mit doppelseitigen Kleberolle auf. Ja, jetzt stanze ich mir noch so einen Kreis aus, und zwar so einen gewellten Kreis. Und das Ganze zweimal. Und hier stempel ich jetzt einmal diesen Sternenkranz auf. Und in der Mitte noch ein Motiv. Natürlich, wenn du diesen doppelseitigen Kleberoller nicht hast, kannst du auch einen Prittstift nehmen oder einen Flüssigkleber. Ja.
Das gefällt mir schon. Jetzt gestalte ich das nochmal von innen. Auch da nehme ich einfach so einen Papierrest, schneide mir den noch zurecht und den klebe ich auch erstmal auf. Ja, hier habe ich noch diesen Elch von vorhin. Und ja, bevor ich den wieder in irgendeine Kiste tue, klebe ich den jetzt auch einfach mal so in die Ecke. Hier kommen auch noch ein paar Tannen hin. Da ist der Elch nicht so alleine. Bekommt noch ein Äuglein. Ja, und das waren jetzt meine 10 Karten, die ich heute mit euch gebastelt habe. Ich hoffe, es war eine Inspiration für euch und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bastelt euch glücklich, malt euch frei. Eure Tanja. Tschüss.